Moin Leute, willkommen beim neuen Tutorial. Heute zeige ich euch mal ein bisschen was Einfaches, aber trotzdem ist das mega lustig. Und zwar zeige ich euch die Nyan Cat in Minecraft. Ich habe da drei Varianten von. Ich sage, ich fackel mal nicht lange rum, sondern fange direkt mit der ersten an. Das ist das ganz normale Schwein, es heißt Nyan Cat und es hat lustige Partikel, man kann es auch reiten. Ich reite auf der Nyan Cat, hey! Gut, das hätten wir. Das ist die erste Variante, das ist das Schwein. Dann spawne ich mal die zweite direkt hinterher. Das ist eine Katze mit Sattel. Eigentlich ist es auch wieder nur ein Schwein. Allerdings ist es in diesem Fall eine Nyan Cat und nicht ein Nyan Pig. So, das ist die Katze, die die Partikel hat. Und als dritte Version habe ich eine Katze ohne Schwein, die einfach nur so leuchtet. Allerdings kann man die halt da nicht reiten. Das sind meine drei Nyan Cats, die ich gebaut habe. Man muss nicht als Partikel diese nehmen, sondern man kann auch Node nehmen. Ich probiere das mal gerade bei dem Schwein aus. Ne, ich mache das einfach mal hier. Bislang habe ich mal Mob Spell benutzt. Ich kann auch einfach Node schreiben. Jetzt sind sie alle weggeflogen. Dann sieht das Ganze so aus. Finde ich jetzt nicht so schön. Deswegen habe ich Mob Spell genommen. Ja, wie das Ganze funktioniert, kann ich auch noch gerade erklären. Ich ändere das gerade kurz wieder um. So ist brav. Es gibt ja jetzt den Partikelbefehl. Und mit dem Partikelbefehl kann man... Ich kann es mal gerade machen. Ich darf nicht schreiben und sagen gleichzeitig, das ist schlecht. Ich denn da? 1, 1, 1. Da kann ich zum Beispiel um mich herum kann ich Partikel machen. Da haben wir so. Ja, und wenn ich das jetzt zum Beispiel auf 0,1 mache, nee, das geht nicht. Egal. Ja, und Partikel habe ich hier auch benutzt, und zwar habe ich Execute at E-Typ gleich Bat. Also die reiten ja mal auf Fledermäusen und die Partikel werden mal bei der Fledermaus abgespielt. Diese alles ab hier, sprich das alles, transformiert den Befehl nur zur Fledermaus hin. Und bei der Fledermaus wird dann ein höher, damit es aussieht, als wäre es im Schwein und nicht in der Fledermaus, wird, oder in der Katze. Deswegen habe ich es auf die Fledermaus gemacht, dass das für alle gilt. Da wird dann halt der Partikel Mobspell, das sind diese bunten Kringel gemacht. Und zwar in ganz kleiner Reichweite, dass die aussehen wie eine Linie und nicht wie so ein großer, nicht so, dass sie nicht so einen großen Radius hat, sondern wirklich nur diese Linie bilden. Und 0,5 ist die Geschwindigkeit und 10 ist die Menge. 10 reicht, denn pro Tick werden da 10 gespawnt, das ist wirklich genug. Ja, was ich hier letztendlich spawne, ich werde euch die beiden Varianten mit Sattel in die Kommentare schreiben. Das ist eine Fledermaus, darauf reitet ein Schwein, und bei der Katzenvariante ist es eine Fledermaus, darauf reitet eine Katze und darauf reitet ein Schwein. Sprich, es sind drei gleichzeitig. Ja, mit diesem Befehl, mit den Partikeln, kann man auch noch andere Scheiße bauen. Ich liebe das. Kann man mega geil welche müssen wir bauen, die über hier diese Linien herfliegen. Epic. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt euch die Kommentare rausmachen. Ich werde euch den hier mit den Partikeln und die beiden Nyan Cat Varianten in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr euch die einfach rauskopieren und auch mal ausprobieren. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.